Geschichten mit Carly Columbus. Heute, meine Freunde, habe ich eine kleine Story mitgebracht. Eine Story voller Liebe, voller Hass und voller Erotik. Eine Story, die ich heute euch und die ihr später euren Kindern erzählen werdet. Also als ich wieder letztens mit meinem Liebhaber, meinem festen Freund, meinem Verlobten, dem Vater meiner Kinder, Jeremiah Stan und Leroy Shaniqua, also als ich wieder letztens mit Donald Trump Sex hatte und gerade die Viagra eingeworfen habe, ist das passiert, wo sich jeder von uns am meisten fürchtet. Als ich gerade dabei war, die Viagra zu schlucken, sah mich Donald J.W. Trump mit seinen lieblichen Augen an und flüsterte mir ins Ohr: Deine Mutter ist so alt. Als sie zur Schule ging, gab's das Fach Geschichte noch gar nicht. Und jetzt nimm mich. Ich musste dann natürlich direkt anfangen zu kichern. Und dann geschah es. Oh nein. Die Viagra ist in meinem Hals stecken geblieben und mein Hals wurde steif. Ich hatte wirklich gestern mit Abstand den steifesten Hals der Welt. Also ich hatte wirklich noch nie so einen steifen wie gestern. Also das war wirklich nicht mehr feierlich. Meiner war so steif, ich hätte damit jemand abstechen können. Das war gefährlich. Habt ihr schon mal Marcel Scorpions Nase gesehen? Genauso steif war mein Hals gestern. Jungs, ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen. Es hat sich so angefühlt, als würde irgendwie ein Brustimplantat von Katja Krasowitsch in meinem Hals sein. Ich hatte Angst. Also falls ihr euch wundert, warum gestern kein zweites Video kam, das lag daran, dass ich einen steifen hatte. Also einen steifen Hals. Und was seht ihr denn? Ich bin enttäuscht von euch, perverse Schweine. Na, auf jeden Fall sitzt mein Vater krank auf dem Sofa, hustet und grippt ein wenig rum und hat höchstwahrscheinlich auch mich ein ganz klein wenig angesteckt. Mit dem Tanzfieber. Aber meine Freunde, ich denke mal, wir kennen es alle. Man ist krank, Schleim läuft einem aus dem Arsch, die Bazillen sprühen aus dem Mund und oh, was rieche ich da? Ist das Mutter mit ihrer lieblichen Stimme? Horcht. Kevin, wenn du krank bist, dann darfst du nicht an PC. Du bleibst schön im Bett und schaust RTL. Du wirst deine Eltern gefälligst stolz machen. So. Und jetzt ist gefälligst dein Schleimi-Schleim auf. Damit du auch schön stark bleibst. Für den Ring. Du wirst mich noch eines Tages zum großen Geld führen. Krank sein, habe ich recht. Und dann alle, die jetzt schön am PC sitzen, heute nicht in die Schule mussten, Fernseh geschaut, Minecraft gespielt und richtig schön das Leben genossen haben. So genießt man das Leben, Amenaka. Du sagst es, Hansi. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Was gibt es Besseres, als in der Schule krank zu sein? Also natürlich nicht in der Schule krank sein, sondern während der Schule krank sein. Also ihr wisst schon. Also, dass man da nicht hin muss. Aber wenn ihr glaubt, die Krankheit ist euer Freund, dann liegt ihr falsch. Das ist die Geschichte von Simon Arschfick, 23, Pinkplayer. Simon führt ein perfektes Leben. Beruflich war er Cheerleader und hobbymäßig Weltmeister im Sackhüpfen. Simon führte ein zauberhaftes Leben. Sein Waifu Misa Amane. Misa Amane, cool, ja! Und seine zwei Kinder, Tick, Trick und Franz, liebt er über alles. Doch dann geschah es. Als Simon Arschfick in der Bahn saß, hörte er neben sich ein Geräusch. Es war Revi. Er hat mal wieder in der Bahn gefurzt. Da Simon ein Furzfetischist ist, roch er natürlich direkt an Revis glühendem Arschloch. Doch was er nicht wusste, dass Revi seinen Arsch heute nicht abgeputzt hat. Als Simon seine Nase in sein Arschloch geschoben hat, wusste er direkt, dass es ein Fehler war. Denn am nächsten Tag wachte er mit einem leichten Husten auf. Dieser Husten wurde zu einem noch leichteren Husten, bis der Husten so leicht war, dass er sein Hobby als Schwergewichtssackhüpfer aufgeben musste. Seit dem Tag wacht Simon jeden Tag schweißgebadet auf und wünscht sich einfach nur eins: nochmal an Revis Arschloch riechen zu dürfen. Ende. Dankeschön. Also was ich euch damit sagen wollte, wenn man Verantwortung hat, wenn man einen Beruf hat, wenn man etwas hat, wofür man brennt, etwas hat, für das man lebt. Wie ein neues Leben, es wie ein neues Leben. Dann ist Kranksein wirklich richtig scheiße. Also versteht mich nicht falsch. In der Schule ist Kranksein so geil. Oh, schön zu Hause rumsitzen, den ganzen Tag nur zocken, YouTube gucken, einfach mal einen ganzen Tag lang Pause von Herrn Müller haben. Was gibt es Besseres? Aber angenommen zum Beispiel, ich werde krank, hab dann Husten, hab dann Grippe, liegt in dem Bett und möchte nur eine Sache. Den langsamen Tod. Jungs, Alter, das wäre richtig scheiße. Angenommen, die Illuminaten würden es wirklich schaffen. Erst mein Vater, Wladimir Esmeraldiran Columbus, Herrscher der MacBooks und Hüter der Teebeutel. Und dann auch noch mich mit der Illuminatengrippe anzustecken. Was glaubt ihr, was das für Folgen für unsere Organisation haben würde? Die Nebelnenden wären nicht mehr sicher. Alle Menschen würden Lupina und Bilou kaufen. Nein. An sowas will ich gar nicht denken. Und genau hier kommt ihr ins Spiel. Denn ohne Scheiß, ich fühle mich sogar echt ein bisschen krank. Also jetzt nicht geisteskrank. Das wäre verrückt. Ich glaube, ich habe mich wirklich ein bisschen angesteckt. Und deswegen habe ich eine letzte Bitte, bevor ich sterbe und die Illuminaten gewonnen haben. Ich weiß, dass Sammy Slimani, Apo Red und Gigi Anderson dieses Video gucken werden. Deswegen rufe ich euch dazu auf, den Bilupinaten eine Botschaft zu schicken. Denn das Einzige, wovor sich Illuminaten noch mehr fürchten als Erdbeermarmelade, sind Nebelnenden, die diesem Video einen Daumen nach oben geben und Kommentare, die das Wort Arschi beinhalten. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen, bevor es um mich zu spät ist. Jetzt mal im Ernst, ich bin wirklich krank. Deswegen nicht wundern, warum heute kein zweites Video kommt. So viel zu jedem Tag, save zwei Videos, ne? Scheiße.